Stimme hören. Ne? Das reicht ja auch völlig aus. Der Inhalt ist einfach so zweitrangig. Eine Geschichte erzählen lassen. Aber wir freuen uns auf Map Nummer 2. Overpass wird es sein. Das habt ihr, glaube ich, jetzt zu Genüge mitbekommen. Und das Team von Ninjas in Pyjamas startet auf der T-Seite. Und hier wird doch mal richtig eingeheizt. Also, auf wie geht's? Und Vitality direkt mal mit einer Deckung mit drei Mann, vier Mann auf dem B-Spot. Die dann Tower gebaut, ne? Ja. Genau. Ja. Tower Richtung Graffiti. Immer ein gutes Element, was man einbauen kann. Aber ne, erstmal soll es vielleicht Toilets werden. Zumindest am Spielplatz ist man schon mal und an Balloons auch schon mal ein bisschen vorgegangen. Aber natürlich auch gewohnt langsam. Erstes Duell würde gleich in den Toilets passieren. Saivu muss jetzt hier runter die Attention haben. Sieht den ersten Spieler. Wird erstmal auf 1 AP runtergeschossen. Danach aber vollendet. Und somit der erste Frack hier erstmal gelandet. Apex guckt Richtung lang. Aber Nip zieht sich da nochmal ein bisschen zurück. Geht ja über die Toilets. Das ist okay, denn die Bombe wurde gesehen. Von daher nochmal ein bisschen Neuaufbau. Ein bisschen erstmal wieder Kontrolle reinbringen. Und Vitality hier in die Rotation bringen. Apex auch nochmal 99 Damage rein. Alter, was hat der gerade für einen Schwinger abbekommen? Ah, so, jetzt wird er allerdings geholt. Boah, was fliegen denn da für Schellen rein? Und der Ton, irgendwie macht er mich gerade ein bisschen kirre. Aber Bombe ist jetzt gelegt. Und Alex im 1 gegen 4. Ja, leicht Ton ist asynchron. Verzögert. Ja, eins Sekunde hinterher der Ton. Zumindest kein Spoiler-Ton, ne? Zumindest in die andere Richtung. Das ist richtig, aber wir schicken da unsere Männer nochmal ein bisschen rein. Ja, die sind da schon fleißig an Lösungen dran, damit hier der Sound auch wieder 100% mit dem Bild zusammenpasst. Ja, zumindest hier im Replay passt es und da gibt es auch nochmal die Faust. Na, also. Ja, und damit beginnt ihr Map-Pick, den ja die Analyse auch nicht so ganz verstanden hat. Erstmal auf den ersten Blick Overpass relativ gut für die Ninjas in Pyjamas. Ja, und das ist die zweite Pistol Round für sie. Und vor allem, dass sie hier jetzt mit der Pistol Round wieder in diese Map starten können. Besser geht's nicht. So, sehr B-orientiert bei Vitality. Das möchte man ein bisschen stacken. Währenddessen neben langsames Vorgehen an lang. Hat Lecro noch positioniert im Switch. Der schließt da auch in Ruhe alles aus. Da nutzt man auch seine Utility für, auch gegen eine Eco. Weil gerade in der Eco rechnest du halt auch damit, dass sich da vielleicht mal ein paar CZs oder sonst was im Switch erwarten. Auch da in Ruhe ausgeschlossen. Und mittlerweile Vitality auch schon wieder komplett zum A-Spot geschoben. Mal gucken, ob Nip diese Lücke versucht zu finden und dann nochmal wegschiebt. Aber jetzt haben sie eigentlich schon so viel Damage da gemacht und bekommen, dass sie da irgendwie weiter rauf wollen. Lecro. Oh, sie bleiben cool. Das gefällt mir. Guck ich nochmal Smoke, Flash und dann wird nochmal rüber rotiert zum B-Spot. Und da gerade nur Alex. Der vielleicht gleich ein leichtes Ziel, aber ja, der auch schon hat Apex eine unten. Gute Position. Und damit werden sie nicht. Oh, doch. Geht zu Alex. Boah. Hat ihn perfekt durchlaufen lassen. So, Refrack ist allerdings da und jetzt ist es nur noch NBK, kriegt auch direkt einen Headshot. Na, ja, aber auch schon mehr als genug Schaden gemacht. Wenn er jetzt sogar noch Lecro irgendwie rausgegangen, noch mal viel Schaden. Also, Nip überlebt mit zwei Waffen, aber auch das war mit einem, na, zumindest einem leichten Zittern. Also, Ton ist immer noch minimal asynchron. Aber wir haben gerade die Information bekommen, liegt an einem der Encoder von vor Ort und deswegen kann es erst nach der Map behoben werden. Ja, haben wir leider gar keine Handhabe drüber. Das Material ist so, wie es ist. Und wir können da leider auch nicht wechseln. Ja.
Wenn der Ton früher wäre, könnte man was machen. Ton Delay geht, aber Ton schneller machen geht leider nicht. Damit müssen wir eben damit leben. Aber minimal und von da soweit okay. Boah. Frack und dann Saibu mit dem Double. Getright schleicht sich hier in gewohnter Manier vor, wartet an der Smoke, währenddessen seine Mates auch wirklich jetzt restlos gefallen. Er bekommt viel Schaden durch die Smoke. Ein Frag ist ihm noch vergönnt, aber dann kann Vitality diesen B-Spot erhalten. Auch aufgrund dieses Mannes, der hier zwei Opening Frags bekommen hat auf der B-Side. Und Zwischenergebnis bei ihm 153er ADR nach den ersten drei Runden. So, sehen wir nochmal. Schöner Winkel. Oh, stark, diese beiden Fans. Ah, der Typ hat einfach so eine unglaublich krasse Reaktionszeit, ne? Und dann einfach, du hast irgendwie das Gefühl, aus seiner Waffe machen die Kugeln mehr Schaden als aus, aus jeder anderen. Also so ein bisschen schon. Und wie du es vorhin angesprochen hast, der wirft die Kugeln einfach zurück, so ja. Gefühlt ist es wirklich so. Und das eben mit 18 Jahren. So, komischer Ball bei Nip. Ah, die RAK bei Lecro, so dass man in der Kaufrunde dann einen Spieler hat, den man auf Deagle oder auf MP lässt. Ja, ein Element, was früher öfter mal gespielt wurde, ist dann quasi, ne, man geht davon aus, dass eben auch in der nächsten Runde schnell irgendwie eine Waffe dann verliert und Lecro die dann halt aufnehmen kann. Aber ja, damit versuchen sie jetzt halt um diese AK herumzuspielen, überall ein bisschen Schaden zu machen, bestenfalls ein paar Waffen rauszunehmen, damit eben auch die Economy bei Vitality niedrig bleibt. Und in Toilet ist man auch schon relativ weit vor. Und NBK ohne Deckung, einfach alleine vor, der müsste jetzt fallen, nimmt aber 3-4 mit. Vier. Oh wei, an alle Pistol-Spieler gestorben, Lecro jetzt mit der Waffe. Wäre auch eine Möglichkeit noch, den Safe zu versuchen hier bei 30 Sekunden. Dann könnten zumindest nächste Runde alle kaufen. Will aber lieber Schaden machen, wird von Saibu rausgenommen. Ja, NBK, also habe ich ihn eigentlich schon tot gesehen, muss ich ehrlich zugeben, da als er an den Toilets alleine vorgegangen ist. Ja. Aber vier Spieler rausgenommen. Forrest hat da wohl auch noch ein bisschen Team-Damage verursacht. Dann nochmal Team-Assist bekommen. Ja, Classic AUG. 2-2 der Spielstand. Lecro, wie gesagt, nicht gesaved, wird jetzt auf die Deagle zurückgreifen. Und die restlichen vier auf der AK-47. Was glaubst du, wie viele Runden wird Nip brauchen, damit sie hier so viele T-Runden für die zweite Halbzeit haben? Ja. Ich denke, Nip, 6 T-Runden sollten es auf jeden Fall sein. Darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen Bonus. Aber sie können das sehr, sehr gut spielen auf der T-Seite. Wobei Vitality auch keine schlechte T-Seite spielt. Sie haben da auch schon den einen oder anderen Gegner geschlagen. Haben eine unglaublich hohe Winrate mit 7 Maps und 83% Siegwahrscheinlichkeit. Aber nicht gegen Gegner von diesem Kaliber. Oder großteilig nicht von Gegnern von diesem Kaliber. Deswegen denke ich, 6 T-Runden ist eine Kerngröße. Wenn Nip die erreicht, dann sollten sie gute Möglichkeiten haben, das auf CT zu beenden. Jetzt hätte man sogar gerade wirklich komplett gut Mitte durchgehen können. Aber Nip, man sortiert sich wieder, sammelt sich wieder relativ langsam und geschlossen. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Und Vitality mittlerweile mit einer Dreierdeckung hier am A. Und Saibu geht aggressiv. Ja, wer will ihm das hier auch versagen, so wie er aktuell trifft? Jetzt wird er aber bestraft. NBK aber immer noch mit Support auf dem Spot. Also der A-Spot immer noch nicht allzu sehr in Gefahr. NBK legt nochmal nach. Und NBK Richtung Lang wird unterstützt von Apex. Fällt da. Aber dann ist es halt nur noch Dennis. 20 Sekunden. Bombe hat er zwar auf dem Rücken. Smoke gibt ihm ein bisschen Deckung, aber da hat Alex den Vorteil. Und Vitality bringt 3 Waffen durch. Können absolut zufrieden sein. Und Nip kann erneut Anlauf nehmen. Ja, allerdings erst in der übernächsten, also erst in der nächsten Runde, weil jetzt müssen sie erstmal wieder eine Spar machen. Na, Deagles könnten
Get Right könnte auch noch auf die Deagle. Also wir werden die eine oder andere Deagle auf jeden Fall sehen. Und da hat Nip natürlich auch Spezialistin. Ja, und NBK ist richtig krass an der AUG. Ja, also dieser Vierfach-Kill hat ihn auf jeden Fall mal ordentlich hochgeboostet. Ja. Und der RPK noch gar nicht mitgespielt. 0 ADR, der ist heute auf Friedenskurs. Wir können das Ganze auch ohne Waffengewalt lösen. Ja, solange seine Mates treffen und die Runden da sind, wird da keiner allzu viel drüber sprechen. Servo wieder offensiv, eben gerade bestraft worden gegen die Pistols. Traut er sich da wieder vor und da bekommt er auch die ersten beiden. Aber halt auch nur noch ein AP, 19er Damage kassiert. Damit für Dennis leichtes Ziel. Und man kann weiter vorgehen. Lecro auf lang, wird dann nochmal blockiert von Molotov. Und sie warten weiter. Boah, auf den anderen. Jetzt zählt es schon wieder auf dem A-Spot. Müsste Nip eigentlich abbrechen. Na, die wollen nur noch irgendwie versuchen, da ein bisschen Schaden zu machen. Ja, das ist nur noch Ergebniskosmetik, Statskosmetik. Na, ja, Forrest. Nochmal eine Waffe rausgenommen. Alex könnte da auch noch fallen und dann wäre der Spot sogar schon fast plantbar. Na, schade. Alex macht es. Denk mal, wenn er fällt, kannst du halt gut Box Richtung Toilets halt legen, weil die anderen Spieler zu defensiv stehen. Und dann kann sich das noch lohnen. So ist es eine lockere Runde für Vitality. Ja. So, aber Nip muss jetzt auch ein bisschen mal sich absprechen, wie sie hier das Spiel weiter fortschreiten wollen. Denn bisher haben wir nur gesehen, entweder Bego oder Argo. Aber kein Fake und dann irgendwie nochmal verschieben. Also dieses eine, was man so, diese Alibi A und dann schnell rüberschieben. Wo Alex dann schon gewartet hat an der Röhre. Graffiti, aber ja, werde ich jetzt nicht so wirklich, ne, als irgendwie so klassisch, dass die Taktik von wegen, wir machen erst Stress am A und dann schieben wir schnell rüber zum B. Das war mehr Midround-Call dann. Ja. Und ja, Vitality, sie schieben sehr schnell mit drei Mann dann auch wieder zurück auf den A. Also das könnte man ein bisschen ausnutzen anstelle von Nip. Ja. Und für alle, die jetzt erst im Chat dazugekommen sind, ja, es ist hier minimal Sound Delay in-game. Die ESL weiß Bescheid. Das ist ja, wie gesagt, das Signal, was wir aus Katowice bekommen. Und wird behoben zur nächsten Map, vielleicht sogar zur Halbzeit, aber wir gehen davon aus, dass es erst zur nächsten Map passieren wird. Na, so lange müssen wir mit dem Material, was wir haben, in Vorlied nehmen. Und neben hier wieder der Boost. Hat man auch schon ein paar Runden zuvor probiert. Ja, und Lang wird halt auch nicht offensiv angegangen. Und jetzt gewinnen sie mal die Duelle in der Mitte. Also Saivu und NBK fast jede Runde bis jetzt offensiv gegangen und auch immer erfolgreich. Und wie oft passiert eigentlich diese 19er Damage bis jetzt in diesem Game? Ich glaube schon das vierte oder fünfte Mal. Ja, ja, und sie reißen das gut auf. Und Alex, jetzt können sie eigentlich schon direkt, ja, also bleiben auch direkt weg. Ja, da reden wir über die Verschiebebewegung von Vitality, aber dann sagt Nip einfach, wir gewinnen einfach alle unsere Duelle. Haben sich jetzt auch ein bisschen darauf jetzt verlassen können, dass eben die Spieler da an den Toilets immer wieder offensiv gehen. Und dieses Mal die Duelle auf ihrer Seite. Ja klar, gerade für die nächsten Runden kann man das ausnutzen, dass Vitality da doch sehr, sehr schnell in der Rotation ist. Wobei die Verschiebewege auf Overpass natürlich auch sehr kurz sind. Alex und Apex. Die beiden Waffen. Na, Nip sollte dann nicht mehr allzu sehr gegengehen, aber Get Right ist da ein bisschen auf der Suche. Bloß keine Waffe verlieren. Ja, da passiert doch nichts mehr. Oh, für Vitality gut, dass sie da diese zwei Waffen auf jeden Fall noch durchbringen. Aber wir haben ja ohnehin genug Geld. Saivo braucht auf jeden Fall einen Drop. Aber da kann Apex locker legen. So, mal kurzes Durchschnaufen.
Aber 4 zu 3. Und Saivu jetzt auch an der AWP und auch damit sogar noch offensiver. Mit den Rivals hat er es ja schon gezeigt, dass er Teulitzer auf jeden Fall nicht abgeben möchte. Und auch jetzt offensives Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Overpass-Partien, die eher passiv gespielt werden von der CT-Seite, können doch teilweise relativ ermüdend sein. Vitality aber doch sehr proaktiv. Und wir hören NIP-Rufe. War ja auch ein Thema im Interview mit Peter, dass er gesagt hat, die polnische Crowd, die ist auf ihrer Seite. Und das hören wir gerade auch. Einmal vorbeigesprungen. Press kann aber keinen Schaden machen. Jetzt der Gegenboost. Oh, 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 das war riskant und wird bestraft. Genau das wollte Apex damit erreichen. Der erste Jump war einfach nur, um zu gucken, sprengt da gleich einer durch. Das heißt, ist da irgendwer. Und dann war ihm schon fast klar, was passiert. Stark gespielt, schöne Idee, gut mitgedacht und ja, noch viel besser reingebaitet. Ja, und Legro muss eigentlich jetzt wieder ein bisschen mehr machen, weil Nip, sie kündigen sich an und dann passiert auch der Goldort auf dem Spot. Also wenig Arbeit geleistet hat, um Vitality jetzt davon zu überzeugen, dass da was Richtung A passieren würde. Aber zwei Spieler hier close am Monster. Da könnte eine gute Flash dafür reichen, was zu machen. Aber Alex hat so die Close-Pose gewählt, dass sie dann einfach das umschießen können, weil sie halt einfach auch durch die Smoke da pushen. Ja, und vier Mann bringen sie wieder durch. Und der Go halt auch auf 11 Sekunden. Also, sehr riskant von den Ninjas. Overpass halt, ne? Halt super schwierig. Oder wie in Amerika mal gerufen wurde, CT fighted. Aber das war wirklich starkes Spiel von Apex. Ja, ein richtig fieser, ekelhafter Winkel dort. Na, sie stehen halt auch perfekt gegen Monster zu dieser Situation. Und Nip kann nicht mehr warten, dass die Smoke fadet. Aber auch das besprochen, ne, dass der Spieler dann beispielsweise rechts weggeht oder links weggeht, damit der Mate dahinter weiß, wie er eben seine Waffenspray halt reinballern kann. So, und jetzt mal deutlich früher in der Runde ein Push über Monster. Molotov zu den Barrels, wird direkt gelöscht von APK. Und damit Nip bis jetzt noch nicht mit den Frags, die sie jetzt hier bräuchten. Denn APK lebt immer noch, hat sich da von den Fässern nochmal ins Water reingestohlen. Oh, das ist gut gespielt am B-Spot. Tiefes Durchatmen. Boah, was ein Job da, echt so lang zu überlegen. Die Ruhe bei Molotov, die Smoke zu ziehen, dann nochmal den Move Richtung Water zu wagen und immer gefährlich zu bleiben. Und Gedraid mit 10.06, der hat auf jeden Fall Bock. Aber er braucht natürlich auch seine Mates. 6 Runden noch zu spielen in dieser ersten Hälfte. 3 sollten hier noch an Nip gehen. Das hatte Deathray ja vorhin schon gesagt. Damit könnten sie auf jeden Fall zufrieden sein. Vor allem, weil man auch mal dazu sagen muss, sie haben die Pistole gewonnen. Ne? Dann halt Folgerunde und so, aber dann ging es halt hin und her. So, und hier wird das offensive Spiel von MBK auch wieder belohnt. Naja, 2 nimmt er, aber Saivu ist halt noch da. Seine AWP muss man jetzt nicht unbedingt noch verlieren, aber auch da ist Apex schon in seinem Rücken eine Waffe verloren. Schwamm drüber, auch Nip hat sich da, naja, wenn überhaupt, ein Blend erhofft, aber sie wissen halt auch, dass da immer offensiv gestanden wird und dass sie da in die Duelle reingehen werden, wenn sie da vom Switch aus hochgehen. Und alle Spieler jetzt über 8K bei Vitality. 10 Runden gespielt. Das sieht sehr, sehr gut aus hier gerade auf Overpass. Den Pick Overpass immer noch verwunderlich für dich? Also so wie ich Nip gesehen habe auf Overpass in den Partien jetzt hier, ich hatte das deutliche Ergebnis gegen Hellraisers erwähnt und auch den knappen Loose gegen Liquid. Also es ist definitiv halt keine schwache Map von ihnen eigentlich. Also soweit kann ich schon verstehen, aber es ist halt auch eigentlich eine gute Map von Vitality und deswegen... Ja, definitiv kein Anti-Pick und das zeigt sich halt auch gerade. Vitality kann auf diesem Spielplatz absolut mitspielen und das machen sie hier wirklich exzellent, gerade in Form von Saivu, der auf Overpass auch immer sehr gut aufblüht. Also, ja,
verständlich, relativ. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Schwierig. Momentan treffen sie halt auch gerade wieder extrem gut. Und das ist zumindest mal schön zu sehen, dass bei Vitality jetzt ein bisschen das Selbstvertrauen wieder da ist. Und so eine Halbzeit haben sie jetzt gebraucht. Also auf Cash sind sie halt komplett untergegangen. Und ja, bisher machen sie einen guten Job. Aber man muss halt trotzdem dazu sagen, es ist halt CT. Ne? Und auch NiP kann CT sehr gut spielen. Also im Zweifel würde vielleicht sogar ein L4 reichen, wenn NiP danach die Pistole holt. Ja, würde ich auch so bestätigen. CT ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte nochmal. Und für Vitality halt auch gerade wichtig, dass Saivu jetzt wirklich super funktioniert. Eben gerade in der Runde auch wunderbar mit dem Pillar gespielt. Und zwingt halt NIP hier in eine erneute Eco. Ja, und da wollen sie nochmal Richtung A probieren. MBK mit der AWP onside. Also halt auch eigentlich wirklich wieder schwer darauf zu kommen. 55 Sekunden, MBK hat lang im Blick, also Forrest, der da vielleicht nochmal hätte gefährlich werden können, der wird da auch nicht ohne irgendwelche Gegenwehr durchkommen. Aber er zielt auf den langen Winkel ab, für Forrest vielleicht die Möglichkeit für eine Überraschung und jetzt ist Timing nicht gut für MBK, geht jetzt mit der Pistole rum und Forrest rausgenommen, MBK, nicht der notwendige Schaden, aber Saivu steht halt auch noch close. Und jetzt Refrag von MBK. MBK gefällt mir richtig, richtig gut. Was der hier gerade spielt in dieser Halbzeit. Also Schall gibt plus 10 Aim-Stärke oder so. Erste Timeout jetzt für Ninjas in Pyjamas hier auf dieser Map. Spät, aber gerechtfertigt. Und damit sind es nur noch 3 Runden, die hier vergeben werden können. Und 1, 2 würde NiP hier noch gut stehen. Na und in dieser Runde mit vollem Equipment nochmal alles ziehen. Vitality mittlerweile halt auf der Doppel-AWP. Das heißt, du hast im schlechtesten Fall Saivu, der mit dem Pillar tanzt. Und auf der anderen Seite halt NBK, der das Ganze halt auch noch offensiv ausspielen kann. Sie haben es ja teilweise auch zusammen offensiv an A ausgespielt. Jetzt können sie sich da auch splitten, haben an beiden Spots die AWP. Jetzt gehen sie mit 4 Mann runter und lassen NBK hier erstmal vorgehen. Der geht direkt in den Switch rein. Interessante Variante. Und MBK fällt. Also dieser Push in den Switch wird nicht belohnt und Lectro versucht dann noch weiter Schaden zu machen da über den Bank. Oh, sehr, sehr aggressiv. Auch an Monster gehen sie davor. Lassen NiP da gar nicht erst vor B aufbauen. So, und jetzt auch dieser Mini-Stack Richtung B wieder aufgelöst. Man nimmt wieder die Position an A ein. Apex geht da jetzt gerade vor. Sprung gesehen. Damit auch die Info für Dennis, dass Lang da offensiv angegangen wird. Und Forrest! Oh, Refrag ist da. Und jetzt noch ein CT in der Bank. Und Saivu muss jetzt überall aufpassen. Aus Saivu aus der Bank. Damit APK, aber sie nutzen halt auch noch die Utility, die sie haben. Jetzt sind es noch 3 Flashbangs, die sie nutzen können. Boah, das wird extrem schwer. Ja, sauber. Also nach einer Timeout direkt eine Flawless hinterher. Wie hat eigentlich. Was hat RPK? Der nur 1,7? Der hat nur noch 1,7. Wahrscheinlich zwischenzeitlich mal Waffen geworfen. Oh, get right. Perfekter Zeitpunkt erwischt, um da Richtung Bank zu pushen. Ja, könnte sich noch bezahlt machen für die letzte Runde, wenn sie jetzt hier weiter noch Waffen ziehen. Aber natürlich auch ein enormes Geldpolster, was Vitality sich hier aufgebaut hat. Und dadurch, dass der Spieler mit dem wenigsten Geld hier saven kann, APK, wird das Geld auch ausreichen. Ja, trotzdem gute Runde für NiP nach diesem Timeout. Ja, und damit davon bestenfalls noch 2. Und dann wird es sogar wirklich in der letzten Runde für Vitality nochmal geldmäßig knapp. Und dann wären auch 6 Runden für NiP möglich. Damit das
von mir frech vorgegebene Ziel. So, Forrest jetzt mal an der AWP. Und Richtung Monster. Letzte Runde Monster offensiv. Contested von Vitality. Diesmal darf Forrest hier erstmal anzielen. Aber dafür in den Toilets. So, da wollen sie gar nicht mehr aus dem Switch raus. Sehr viel Gefahr, dass sie da in eine Falle reinlaufen. Wissen halt auch nicht, ob rechts Close Mitte was steht. So, und damit hat man halt mit diesem einen Push und dem jetzt zurückziehen die Toilets verteidigt, ohne da weiter drin stehen zu müssen, weil Nip sich da eigentlich auch nicht weiter gegen vortraut. Boah, das ist Zipfelmützchen gesehen? Nee. Ich meine nicht. Wieder nur noch auf der Uhr. Wir haben nur noch einen Park stehen, aber der Go muss hier auf dem B-Spot erfolgen. Und da steht Alex zusammen. Boah, die können die Smoke gar nicht mehr abwarten eigentlich. Eigentlich müssen sie drauf jetzt. Zumindest Monster muss durch und dann muss kurz supporten. Oh, das ist zu leicht verschießbar. Und dann macht RPK hier alles klar. Schade. Sind sie wieder mit der Zeit ein bisschen in Bedrängnis gekommen, aber trotzdem, der Executor Monster auch zu einfach. Fehlt halt auch einfach nochmal eine Flash. Gerade von kurz hätte da noch ein bisschen Support dann kommen können, aber da hatten sie halt auch nur den einen Spieler stehen. Ja, und nochmal Timeout gecallt. Von Nip. Meine ich. Ja, Nip nochmal das Timeout und Peter. Angestrengter Blick. Für das, was er jetzt callt, weiß, wie wichtig das ist, diese letzte Runde in der ersten Halbzeit. Diese eine Runde würde echt, sie wäre echt noch wichtig. Geldmäßig alles gut. Wir haben 5x AK bei NIP. Und auch Vitality perfekt equipped. Also, ja, also Geld bessere, nicht mehr bessere Last Rounds hier in der ersten Halbzeit können wir gar nicht haben. Ja, Savu auf AWP. Alles, was man sich denn wünscht bei den Franzosen. So, und Savu, der ist halt wild. Der will wieder offensiv hier reingehen. Geht er jetzt auch noch durch die Smoke? Nee. Zieht sich dann doch zurück. Bleibt lieber zusammen mit NBK. Mich auch die sichere Variante. Jetzt separiert man das Ganze ein bisschen, wenn Savu da weiter offensiv drin stehen bleibt. Wird für ihn da doch gefährlich. MBK mit einer Flash hier eigentlich schon fast gefallen. Kommt nochmal weg und Savu bekommt nochmal einen Frag. Oh! Was für ein Mini-Schlitz noch ein Drittel. Und dann erst fällt er. 2-4 Unterzahl. Ninjas in Pyjamas. Forrest und Dennis. Wenn einer so eine Runde noch für Nippy aufmacht, dann ist es Forrest und er legt los. Einer und der zweite hinterher, der dritte, der hätte auch noch fast werden können und dann wäre es noch ein One-on-One gewesen. So ist es aber nur Pustekuchen und Vitality zeigt eine wirklich, wirklich starke CT-Hälfte hier. Nip hat Probleme dagegen anzugehen, gegen das offensive Spiel von Vitality. Ja, und damit freuen wir uns doch gleich auf eine zweite Halbzeit. NIP gegen Vitality. Bis gleich.
Jawohl, und herzlich willkommen zurück. Es ist immer noch Hashtag 99 Major und es ist immer noch, heute kriegst du zwei Adjektive, der schöne und nette Matthias Knochen Remmert. Der nette und schöne, okay, nette danke. Ja, nett ist aber der kleine Bruder von Scheiße, aber, aber hey, hier geht's ja nicht um deine Beziehung, also von daher nehme ich das so hin, danke. Gut aussehender und hochintelligenter. Uiuiuiui. Jetzt geht's hier komplett durch die Mann Decke. In der Regie und Death Ray. Oh. So, weiter geht's. Wie ewig er auch dabei lacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, auf geht's. Schöne Pistole wollen wir sehen. Und Vitality möchte auf den Baseball drauf fahren. Da kommt der Molly geflogen Richtung Fässer. Gatorade kann nicht wirklich was machen und auch Lekro fällt. Ja, Lekro mich am Arsch. Forrest, 5 AP. Ach, der Spot ist over. Die Runde ist weg. Weg. Ja, nur noch Forrest und Rez. Saibu, der hatte einfach Lust, noch mehr Schaden zu machen in Apex. Hier aber jetzt wieder Frag und es ist noch Rez auf kurz. Und auch der bekommt nur noch einen Vitality mit der Pistol Round und das bei einem Halbzeitstand von 11-4 hier nochmal einen hinterherlegen. Das ist schon wirklich stark. Du hast es ja gesagt, wenn Nip dann die Pistol Round gewinnt, dann kann auch so ein 11-4 noch gut umgedreht werden. Jetzt aber die Pistol Round in die andere Richtung. Siehst du das schon als Vortodesurteil für die Schweden oder kriegen die das noch hin? Lass uns noch die nächsten 1-2 Runden abwarten, denn wie wir es auch in der ersten Halbzeit ja gesehen haben, kann mal ganz schnell auch so eine Anti-Eco dann geholt werden. Aber wir sehen es bei Nip. Die sparen fleißig, damit sie in der nächsten Runde voll kaufen können. Ja, also nicht das typische Double Scout oder was wir da sonst immer häufig sehen. Nip eher auf der Seite der Full-Eco. Dafür nächste Runde natürlich voll bei. Oh, MBK probiert es da ein bisschen im Switch mal Land zu gewinnen, aber da lässt er sich nicht auf ein Duell ein. Und jetzt gemütlichst die Mitte vor. Rester, keine schlechte Posi. Ja, gerade Richtung Lang, wenn sie da jetzt zu zweit stehen. Könnte das was werden? Ja, aber einer muss halt ablenken. Da, da ist doch der Hüpferle. Info ist auf jeden Fall da, aber beide fallen da ohne Probleme. Ja, ja gut. Spot offen. Und jetzt einfach nur souverän runterspielen. Get right. Get right jetzt auch nochmal an eine Galil rangekommen. Also die ist er da schon am sichern. Der ist schon ganz weit weg vom Geschehen. Und der Forrest. Der möchte auch nicht mehr mitspielen. Geht auch zurück. Aber diese Galil zu saven wird schwer. Er hat nur die 6 AP und sie sind da auch schon sehr, sehr stark am Pushen Richtung Spielplatz. Und es wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, wann Get Right diese Waffe wieder abgeben wird. Ja, Apex ist da auf jeden Fall schon am Jagen. Und sieht er da gleich irgendwas? Oh, deswegen macht er jetzt Steps. Boah, ja, das ist hart. Das ist hart für Vitality. Jetzt aber die Waffe noch weg, aber nein. Nee. Get Right lebt ja noch. Oh. Eieiei. Ja, immerhin noch zwei rausgenommen. Richtig bitter. Naja, also dass Get Right dann noch durch den Bank stirbt, ist natürlich maximal bitter. Aber vorher halt die zwei Kills. In Ordnung, es war nur die Full Eco. Und jetzt geht man mit 5 Rifles rein. Auch NRP, eins der Teams, was noch häufiger die M4 einpackt, nicht so sehr auf die AOG vertraut. Rez und Lekro, die beiden Jungen im Lineup mit den neumodischen Waffen und die Altherrin auch mit den Altherrin Waffen unterwegs mit der M4 A4. So, wie viel kann Nip jetzt noch dagegen schmeißen? Und was hat Vitality jetzt hier im Petto? Die zumindest auf dieser Map einen deutlich besseren Eindruck machen, was das Aiming angeht. Und auch hier für Vitality sehr B-orientiert jetzt in dieser Anfangsphase.
Ja, mit vier Mann über Monster. Apex wird jetzt hier abgesmoked, aber da ist eine große Lücke. Electro mit einem Getman von hinten. Da eigentlich ein gutes Timing, aber Apex huckt dann doch mal nach hinten. Ja, und vor allem bei Nimp, man weiß halt, dass ein Getrite gerne immer wieder so eine Lurker-Position einnimmt. Das hat vor 3-4 Jahren noch besser geklappt. Ja. Trotzdem 3-gegen-3 Situationen, noch ist es machbar hier für Nimp. Und diese Runde bräuchten sie. Ansonsten wird die Luft ganz, ganz dünn. Und dann haben wir auch unsere ersten 3 Runden, die ich abwarten wollte. Also, jetzt sieht das Ganze überhaupt gar nicht gut aus. Nip muss eigentlich in die Sparrunde gehen, dann ist sie potenziell 5. da und 11 Runden Folge holen. Weil, ja, das ist. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber bei sowas, ich glaube, Venom war es. Dann lieber eine Map schnell verlieren, abhaken. Ja, und dann volle Melan halt wieder, die nächste. Genau, als wenn du dann halt wirklich irgendwie so einen Kampf machst und am Ende verlierst du doch noch. Natürlich kommt es immer so ein bisschen darauf an, auf welcher Map man sich gerade befindet. Ist es die erste Map des Turniers, des Tages, also des Turniertages, finde ich es okay, dass man versucht, so viele Runden wie möglich noch zu spielen. Einfach nur, damit du ein bisschen mehr ins Aiming reinkommst und ein bisschen Spielpraxis bekommst. So. Aber jetzt, bei so einer Nummer, zweite Map, dann hakt die Map einfach ab. Ja, ist ein bisschen schade, dass Nip auf ihrem Pick halt so wenig Zeit bekommt, sich auf CT mal zu zeigen. Im Prinzip nur eine wirkliche Waffenrunde dann gespielt. Aber, mein gut, das erste, also ne, auf der ersten Map hast du ja im Prinzip das gleiche Problem gehabt. Genau, nur eben halt andersrum. Genau. Wie es so häufig ist, man holt den Pick vom Gegner. Ja, also hier in dieser Phase jetzt bei den Best of 3 ist wirklich sehr, sehr oft gesehen, ne? Neue Knochenregel, wa? Nein, die lasse ich. Wir können gerne eine Desiree-Regel einführen. Eine Desiree-Regel. Muss sie aber auch gut formulieren halt, ne? Ja, ich denke mir damit mal so sie aus in den Bot passt. Und heute gehen übrigens Grüße raus nach München. Nach München? Ja. An dieser Stelle. Einfach mal nach München. Einfach heute jetzt mal nach München. Einfach mal München gegrüßt. Ja. So, Dennis kann er noch einen machen, dann down. Und Res bringt jetzt zumindest die Scout weg. Aber jetzt hat Vitality 11 Map-Bälle, um das Ganze hier zu einem 1-1-Ausgleich zu machen. Und dann kommt die alles entscheidende Map Mirage. Ja, und das wird auf jeden Fall ein schönes Feuerwerk werden. Ja. Gemäß dem Fall, dass das hier jetzt wirklich schnell endet. NIP hat ja im Prinzip auch auf Overtime gespielt. Ne, durch den Buy jetzt nochmal ein Full-Buy hinterher. Es ist natürlich unglaublich unwahrscheinlich, aber ja, man hat halt schon alles gesehen, ne? Es gab auch schon 15-0, die noch auf 15-15 gedreht worden sind. Ja. Ich glaube, wird es Pro NIP Nuke, ist schon einige Jahre her. Ja, habe ich aber auch schon einige in meiner Karriere sehen können, wo auch ein 14-1 noch zu einem 15-0 gedreht wurde. Boah, schöne Idee hier. Und Cyber hat sogar den Kill gemacht. Hat ganz, ganz schnell den Klick reinzustellen. Konnte Forrest ihn da gar nicht runterpflücken. Das ist einfach so krass. Electro mit der AOG, das ist halt einfach eklig. Mit dem Winkel und der Waffe. Flash nochmal hinterher. Hardcore-Feuerrate. Also sie haben halt jetzt kein Equipment gerade mehr am B-Spot. Forrest und Electro da leer, aber Apex geht da einfach so vor. Weiß es Electro, da steht. Und weiß müsste Electro und Forrest müssten jetzt eigentlich die Positionen tauschen. Denn Electro Lower P mit 8 plus Position bekannt. Und der muss jetzt eigentlich eine neue Position suchen. Hat er gemacht. Ah, alles gut. Na, währenddessen Alex auf lang schon viel Raum gewonnen. Checkt nochmal die Toilets ab. Und auch RWK schließt sich da ihm an. Geht nochmal die große Runde. Zeit ist noch 35 Sekunden auf der Uhr. Auch krass, dass er da den Untergrund dodgt. Aber gut, er will halt nicht die Gefahr gehen, dass er irgendwie kurz und dann irgendwie von kurz abgehängt wird, wenn er da Untergrund reingeht. Deswegen wirklich die große Runde genommen. Aber Nip macht es halt auch richtig. Sie bleiben jetzt einfach so stehen, es sind 15 Sekunden. Vitality im absoluten Zugzwang, müssen das jetzt hektisch ausspielen und dann ist es halt ein Kill. Bombenträger lebt zwar noch, aber 1 gegen 4, 8 Sekunden. Könnte halt noch versuchen, hier an der Kiste den Plan zu kriegen, weil lang steht natürlich nicht. Und das hat er jetzt auch von der Zeit her nicht mehr hinbekommen. Bricht ab. Und damit kommt Nip nochmal ein Stück weit zumindest zurück.
Ja, klassische Deckung, die du am Ende machst. Ne? Zwei, also wenn du mit vier Mann noch lebst, dann deckst du halt einfach zwei, zwei die Spots. Außer du hast halt wirklich komplett Read oder die Ahnung, dass es halt ein anderes, also das als Safe A oder Safe B wird. Ja, weil halt, die hat ja keinen Grund zur Annahme für irgendeine Richtung gegeben. Ja. So, damit schlägt aber die Regel Nummer 6 zu. Ja, denn wer die 15. Runde holt, der holt ja auch meist nicht die Folgerunde. Wir wissen es alle. Es steht auch wahrscheinlich immer im Chat. Dauerbrenner. Ja, wurde schon gepostet. Regel Nummer 7. Oh, Rez, offensive Spieler an der Party. Und dann macht er auch Party. Saivu und APK rausgefischt. So, und holt nimmt diese Runde. Wird Vitality erstmal eine Eco einlegen müssen. Und dann ist halt noch so ein bisschen Ergebniskosmetik. Jetzt hier nochmal ein guter Shot gegen Apex. 50 HP Rest. Na, wird vielleicht noch ein bisschen deutlich werden, was NIP auf Overpass leisten kann. Aber jeder kleine Fehler bedeutet halt das Ende. Und dann vergebliche Mühen. Abgesmoked und dann direkt durchgepusht. Alex wird hier, doch, Rest zielt ab. Und ja, dann leichter Frag parallel auch noch NBK down. Und Apex wird gleich vom Underground von Get Right gegrüßt. Er sagt, schönen guten Tag. Bist du denn auch noch da? Wir wollen mal eine Flawless-Runde spielen. Und ja, Vitality, hast du gesagt, Ego-Runde, so sieht's aus. Damit Nip jetzt ein bisschen im Flow drinne. Da können noch ein, zwei, drei Runden auf das Konto kommen. Und dann kommst du ja irgendwann auch in die Reichweite, dass du sagst, ey, das ist noch machbar, wir können das noch schaffen. Und meistens dann endet's auch. Also ich spiele halt auch schöne Moves aus. Da an der Party mal ein offensiver Move, wird nicht erwartet. Mit der AOG zwei Leute mitnehmen. Wunderbar, und auch jetzt über lang direkt wieder offensiv. Also auch gegen die Eco. Bisschen contesten. Oh, Get Right. Dennis da sehr offensiv drin. Lässt auch erstmal ein bisschen. Jetzt Get Right, Dennis im Zusammenspiel. Get Right, zack, und jetzt wieder Dennis. Nein, den macht Rez. Und jetzt die Franzosen mit einem Timeout-Call. Ja, vernünftig hätte ich jetzt auch gemacht an der Stelle. Sie haben noch ein bisschen was. Sie haben noch alle vier sogar. Ja, und halt 8 Map-Bälle. Ja, und jetzt einfach das Momentum halt von Nip rausnehmen. Ne? Einfach mal jetzt ein bisschen Kopf nachdenken lassen, auch um bei Nip den Kopf nochmal anzustrengen, von wegen, ey, fuck, jetzt realisieren sie es nochmal ein bisschen mehr. Wenn wir eine Runde verkacken, dann ist diese Map hier vorbei. Und auch für Vitality einfach, um sich da jetzt ein bisschen nachzustellen. Nochmal zu sprechen, wo liegen gerade die Fehler, wo kommen wir nicht rauf, was ist das Problem? Und du ganz ehrlich, ich würde jetzt eine Brechstangenrunde probieren. Nämlich, ja, sie haben noch so viele. Einmal Hardcore Gas auf A drauf. Mit richtig Tempo einfach über Mitte. Park, alles egal, einfach nur Toilettenmitte. Hardcore Gas auf A. Ja, und dann vielleicht mal das offensive Spiel von Nip da an A einfach mal direkt im Keimer sticken und dann schnell durchbrechen. Ja. Aber mal schauen, wie sie es jetzt hier probieren werden. Macht es ein bisschen passiver. Apex Richtung kurz. Sieht da schon mal Forest rumhüpfen. Aber ne, sie entscheiden sich jetzt nicht, die Brechstange auszupacken. Was natürlich ein absolut legitimes Mittel ist. Gerade wenn du verlierst, hast du immer noch 7 Chancen. Ja. Und kannst es halt potenziell schnell beenden und dich dann auf Mirage einstellen. Aber bei Telesi versucht es langsam mit einem souveränen Aufbau. Einstudierter Go. Molotovs bei, Smokes, Flashes. Aber es riecht auf jeden Fall nach A und einer abgestellt kurz, der dann die Verschieber ansagen soll. Nämlich Apex. Und dann auf Gehör spielt, wie viel rübergeschoben sind zum A. Ja, jetzt gehen sie echt nochmal den Weg komplett Richtung Monster und das hat ein bisschen geklappt da. Nip ein bisschen nach A zu verlagern.
Und Lecro, Close-Position mit der AOG, das hat schon öfter hier funktioniert. Wird das hier wieder ein Todesstoß? Flasht jetzt nochmal rüber, das ist jetzt das Zeichen zum Go und dann bekommt er trotzdem noch so viel Schaden. Sie flashen sich da auch ein bisschen selber. Lecro noch einen hinterher, Lecro nochmal Schaden. Apex und MBK jetzt auf dem Spot 2 gegen 3. Oh, MBK, der war richtig wichtig. Apex, wenn er vorher diesen Schritt wirklich da reinmacht Richtung Base, dann hat er da eine richtig gute Vorteilsposi. Und so wollte er doch nochmal gucken, ob irgendwas oben kommt über Cat. Und deswegen schlechtes Timing. Ha, das ist ärgerlich jetzt aus Sicht von Vitality. Aber top gespielt von Lecro wieder mit seiner Flash rein in die Monster. Die kam von ihm geflogen. Und so langsam kann man wieder ein bisschen dran glauben, weil das hier wirklich noch was machbar ist. Pistol Kevlar jetzt für Vitality, also auch die gehen dann nicht auf den Force. Und dann probieren es hier nochmal mit einer low-equipten Runde, um der nächsten Runde dann mit allem, was es gibt, anzugreifen. Aber natürlich auch in dieser Runde kann das ein oder andere hier funktionieren. Press weiter offensiv. Eine Doppeldeckung da mit Dennis. Aber Apex, der kommt von lang und damit ist Rez jetzt hier wirklich absolut in Gefahr. Jetzt brechen die Franzosen durch und Get der Dryde nimmt 2. Nimmt 2. Na, wird denn jetzt so ein Pistol Kevlar bei jetzt zum Erfolg führen? Das sieht fast so aus. Oh, Lecro. Das war's. Tja. Und dann ist es so eine Runde, die am Ende hier den Sack zumacht auf Overpass. Oh, da hat man sich eigentlich schon darauf eingestellt, mal gucken, was sie dann in der nächsten Runde spielen wollen, ja. Aber nein. Nein, Franzosen machen es halt einfach mit den Pistols. Ach, so schnell ist es durch. 16 zu 8, also auch die Franzosen können einstellig gewinnen und das jeweils auf der Map des Gegners. Also, und damit wird Mirage die große Entscheidung bringen, wer wird hier in die Playoffs einziehen. Vitality oder die Ninjas in Pyjamas. Beide Teams schenken sich nichts. Und wir schenken euch jetzt aber dafür eine ganz kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter mit der Analyse hier von Spiel Nummer 2 zwischen Grummel und Excuser. Und dann sehen wir uns zurück mit Map Nummer 3, DE Mirage zwischen Vitality und Ninjas in Pyjamas.